Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. In dieser Folge möchte ich euch den dritten Ingame-Teaser für Season 5 zeigen. Das ist wieder so eine Art Handy, den Spot am Harvester zeige ich euch gleich. Dann ist gestern bekannt gegeben worden, dass Season 5 verschoben wurde. Der offizielle Termin wurde ja noch nicht mal richtig bestätigt. Es sollte angeblich der 5. Mai werden, wird jetzt um eine Woche verschoben. Und auch das Event, was eigentlich gestern inoffiziell starten sollte, das wurde ja auch nicht bestätigt. Das Event ist jetzt offiziell bestätigt und wird auch um ein paar Tage verschoben. Was da genau kommt, wann das Event startet, sage ich euch gleich. Ich zeige euch jetzt erstmal den Ingame-Teaser auf dem Harvester, wo ihr den genau findet, und dann sehen wir uns gleich wieder. Also ganz wichtig hier gegenüber von dem Respawn-Punkt. Und da liegt es auch schon. Wie in den letzten beiden Teasern zeige ich euch natürlich wieder ein Standbild von dem Handy, damit ihr seht, was da drauf steht. Und für die, die keine Ahnung, was hier überhaupt los ist, ich zeige nochmal das gesamte Hologramm. Rot das Wraith-Labor und auf der rechten Seite ist der Hydro-Damm zu sehen. Wir gehen davon aus, dass unterirdisch so eine Kartenerweiterung für den Kings Canyon kommt. Auch wenn ich das ehrlich gesagt nicht so geil finden würde, wenn das so passiert, weil dann ziehen sich die Kämpfe noch weiter auseinander und man trifft noch weniger auf Squads. Das ist so meine Befürchtung, wenn es denn so kommt. Ich zeige euch jetzt mal das Standbild. Ich habe mir übrigens diesmal es gespart, das auf Englisch nochmal einzublenden, das Handy. Ganz oben steht, Jamie sagt Kondensator, in der Mitte, wie groß ist das Ding? Und ganz unten alles abgesucht, Sackgasse, Westen checken. Wir wissen noch immer nicht, ob das irgendein Puzzle ergibt. Ich möchte aber euch eins mal zeigen, wer das noch nicht so ganz mitbekommen hat. Ich habe jetzt auf der Karte mal alle drei Punkte, alle drei Fundorte der Handys genau markiert. Und wie man sieht, ergibt das fast eine Linie. Unten der Dome, in der Mitte ist die Sortierfabrik und oben der Harvester neu dazugekommen. Also, und da ist eine Vermutung, die ich habe, die ich im Internet noch nichts darüber gefunden habe, über diese Vermutung oder ob das mal jemand gecheckt hat. Und deswegen meine Bitte, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Zuschauer, der ein gutes Squad hat, gut eingespielt und jeder für sich kommt ein bisschen alleine klar. Meine Vermutung, ihr startet eine Runde, trennt euch und jeder versucht in ein und derselben Runde eins dieser Handys einzusammeln, sodass jedes Squad-Mitglied ein Handy einsammelt. Ist theoretisch auch alleine machbar, so weit auseinander sind die Spots nicht, ist sicherlich nicht so einfach, wenn man alleine unterwegs ist, dabei nicht drauf zu gehen. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht passiert da irgendwas. Lasst es mich in den Kommentaren wissen, wenn der ein oder andere Zeit hatte, das mal zu checken. Ich schaff's aller Voraussicht nach heute nicht. Morgen ist das Kanalmitglieder zocken. Da möchte ich es nicht testen, weil ich den Kanalmitgliedern natürlich nicht die Runde versauen will. Was möchte ich noch sagen? Es kann natürlich sein, dass auch die nächsten Ingame-Teaser-Phasen, 4, 5 und 6, drei Phasen fehlen noch, dass die auch verschoben werden. Ich hoffe es nicht, denn jetzt möchte ich auch zu dem Termin für Season 5 kommen und vor allem das Event. Beide Sachen wurden ebenfalls verschoben, aber auch offiziell bestätigt. Das finde ich auch eine feine Sache. Ach, und bevor ich damit jetzt anfange, am 28. Phase 4 sollte nämlich angeblich der erste Teaser sein, wo man Loba quasi den nächsten Charakter oder die nächste Legende in Season 5 auf der Karte irgendwo findet. Erinnert euch an Season 2, da konnte man Krypto irgendwo sehen, was ich ganz, ganz geil fand. Und so soll es jetzt auch mit Loba passieren. Wo und wie das alles passiert, wissen wir noch nicht. Hoffentlich wird es nicht verschoben. Ich komme jetzt mal zu den offiziellen Informationen zu Season 5 und dem Event. Dazu springe ich jetzt mal auf die offizielle EA-Seite. Da starte ich mit den Event-Informationen. Ich bin auf der englischen EA-Seite, weil die deutsche irgendwie mit der Übersetzung nicht immer so hinterher ist, was sehr, sehr traurig eigentlich ist für EA. Offiziell auf jeden Fall jetzt endlich bestätigt, dass das Event kommt, auch wenn es gestern starten sollte. Startet es am 28. April, steht hier und nennt sich Battle Armor Event. Ich hätte es vielleicht ein bisschen
Anders benannt eben, warum? Weil sich alle paar Tage das Event weiterentwickelt, wie ein Evo-Shield sozusagen. Was genau ich meine, kriegt ihr gleich mit, wenn ich es genauer erkläre, für die, die nicht wissen, wie es funktioniert. 14 Tage geht die ganze Geschichte und meine Vermutung wurde bestätigt. Wir starten ja jede Runde schon mit Rüstung und mit einer Pistole. Es ist tatsächlich die P2020, wie ich vermutet habe. Das stand in den Quellcodes nämlich von iLoot Games nirgendwo geschrieben. Das war einfach nur eine Vermutung von mir. Wie genau funktioniert das? Wann geht's los? 28. habe ich schon erwähnt, geht bis zum 2. Mai Phase 1. Wir starten nur mit einer weißen Rüstung und der P2020. Warum steht hier das Only so? Weil es unter der weißen Rüstung logischerweise nichts gibt. Am 2. Mai geht es dann weiter bis zum 6. Mai. Da starten wir mit der blauen. Und wie ich das dann interpretiere, heißt es für mich zumindest, die weiße Rüstung ist natürlich auch zu finden, weil sie ist unter der blauen, aber nicht höher. Also von daher gehe ich davon aus, dass auch eine weiße zu finden sein soll. Ganz einfach deswegen, wenn du in einem Gunfight bist und hast vielleicht keine Schildzellen mehr, dann kannst du wenigstens auf die schlechtere Variante umswitchen. Vom 6. bis zum 9. Mai geht es dann in die dritte Phase. Dort gibt es dann das lila Körperschild und das ist die interessanteste Phase, wie ich finde, vom 9. bis zum 12. Mai. Und hier steht es auch in Klammern, wenn Season 5 dann startet, gibt es die Evo Body Shield Phase, die letzte vierte Phase. Und dort starten wir mit dem Evo Shield auf Stufe 1 logischerweise. Ich übersetze es jetzt mal einfach grob mit meinen Worten. Hier steht es nämlich, wenn du dir nicht einen Arsch aufreißt, bist du in der letzten Zone und hast ein Level 1 Körperschild. Also ihr müsst auf jeden Fall was dafür tun, damit ihr in der letzten Phase auch als Sieger wahrscheinlich aus der ganzen Geschichte rausgeht. Und es wird wieder ein Doppel-XP-Wochenende geben. Hier steht zwar nicht Weekend, aber dadurch, dass jedes Doppel-XP, sage ich mal, Event, wenn ich es jetzt richtig einfach ausdrücke, ihr wisst, was ich meine, das war immer an einem Wochenende und hier wird jede Top 5 Platzierung mit doppelten Erfahrungspunkten belohnt. Was gibt es eigentlich noch zu sagen? Ach so, was auch interessant ist, hier steht es nämlich schon, das ist ja auch wieder so eine Art Experiment. Es könnte vielleicht sein, dass das irgendwann eine feste Geschichte wird. Zumindest denke ich, dass wir irgendwann vielleicht fest immer mit der P2020 starten und vielleicht einem weißen Körperschild, ein bisschen angelehnt an Warzone. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Ich würde es zumindest geil finden, wenn es nicht unbedingt ein Körperschild ist, was wir am Anfang haben, würde ich es wenigstens geil finden, wenn man sich mit einer P2020 am Anfang schon wehren kann. Man kann sie ja ein bisschen abschwächen, weil die kann, wenn man Aim und einen Tourette-Triggerfinger hat, kann man damit ordentlich auch ohne die Hammerpunktmunition draufrotzen. So, habe ich noch irgendwas vergessen? Ja, wie gesagt, hier wird es offiziell nochmal gesagt, 12. Mai geht Season 5 los. Ich bin soweit mit meinen Apex News am Ende. Wer keine weiteren Apex Legends Informationsvideos, Tipps und Tricks und Livestreams verpassen will, ist bei mir genau richtig. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Für alle, die heute tagesaktuell zum Samstag das Video sehen, morgen gibt es den zweiten Kanalmitglieder-Zocken-Livestream. Ich hoffe, da schaltet ihr auch rein, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Rein. Ciao.